Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man mir es schon ansehen kann, bin ich mega happy, denn wir machen heute etwas, auf das ich schon die ganze Woche gewartet habe. Und das ist absolut richtig, wir werden heute shoppen gehen. Wir befinden uns da im ersten Bezirk, das ist so ein bisschen der Schickimicki-Bezirk da in Wien. Und dementsprechend schauen auch die Modehäuser aus. Ich habe mit Steffel geredet. Wir haben heute die Filmerlaubnis, in ihrem wunderschönen Modehaus zu filmen. Die haben richtig feine Marken am Start und wir werden einfach mal abchecken, was dort so geht und was ich mir so einpacken werde. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Kommt mit, los geht's. Gut, liebe Freunde, wie man im Hintergrund schon erkennen kann, befinden wir uns hier im Schuhparadies des Steffels. Wir werden es heute ein bisschen anders machen. Wir werden zuerst Schuhe shoppen. Ich brauche wieder mal neue Kicks. Also, wir schauen uns das einfach mal an. Die haben richtig nice Sachen, wie zum Beispiel hier richtig coole Kicks, auch Adidas-Sorten, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Die gehen auch schon so ein bisschen in die Richtung Yeezy 700, meiner Meinung nach. Und hier haben wir auch wirklich einige Stücke, die ich selber noch nie gesehen habe. Die haben so ein bisschen den Commander-Look. Ah, seht ihr das? Hier sind die echten Commander, die feiere ich persönlich schon, weil ich einfach diese Sohlenart, die da bis nach oben geht, ziemlich feiere, weil man das sonst von keinem Schuh kennt. Und ich bin prinzipiell ein Fan davon, wenn man neue Wege geht, was Adidas ja immer wieder beweist. Hier geht es weiter mit richtig coolen Kicks, wie dieser Nike hier zum Beispiel. Also wirklich sehr viele bunte, flashige Schuhe in unterschiedlichen Styles. Aber, liebe Freunde, ich bin nicht wegen Nikes oder Adidas gekommen, sondern ich bin mehr wegen Schuhen wie diesen hier gekommen. Also hier haben wir so ziemlich jeden Balenciaga Triple S versammelt. Wie man sieht, hier jetzt in der Version weiß, schwarz, gelb, ein bisschen Biene Meier Style, in grau natürlich, der Klassiker. Der ist ganz neu rausgekommen in Neongrün, finde ich richtig nice. Da hinten der schwarze mit einem neuen Design und in unterschiedlichsten Farb- und Musterformen. Wie gesagt, ich bin kein Triple S-Fan, deswegen gehe ich viel mehr und viel lieber in die Richtung, wo dann meine absoluten Lieblingsschuhe von Balenciaga stehen, die Speed Trainer. Auch hier haben wir sehr, sehr viele Speed Trainer am Start. Ich finde den zum Beispiel richtig lit und wir haben auch die neuen Varianten der Speed Trainer mit diesen Schuhbändern am Start, so wie ihr sie noch kennt aus meinem Shopping-Vlog in Manchester. Also auch hier wirklich nice Schuhe am Start und wir werden einfach mal probieren, diesen hier geben lassen. Wir fragen einfach mal: Hallo Kollege, dürfte ich vielleicht diesen Schuh in 43 haben? 43 wäre perfekt. Also mal schauen, ob mir der Schuh gut fittet, aber bei Speedtrainern kann man eigentlich nie was falsch machen. Es gibt halt andere auch noch, das Licht ist jetzt ein bisschen kacke, ich versuche das irgendwie auszumerzen, aber in Grau finde ich ihn auch noch richtig lit. Wie zum Beispiel auch hier in Rot oder Neongelb. Den Schuh in Weiß zu kaufen, würde ich euch nicht raten, denn mit der Zeit bekommt ihr dann einfach gelbe Ränder unten bei der Sohle und das schaut dann einfach kacke aus. Was an dem ich richtig uncool finde, ist der Weiße, der hat jetzt hier schon mal so Yellowing. Obwohl ich sie nicht mal einmal anhatte, muss man auch sagen. Okay, der Schuh ist schon da. Danke vielmals. So, wir werden ihn jetzt einfach mal anprobieren. Zum Outfit passt auf alle Fälle. Finde ich wirklich cool mit diesen leichten Balenciaga Prints. Mal schauen, wie er sich anfühlt im Gehen. Den kann man schon mal einpacken. Dankeschön. Was ich auch hier gefunden habe, ich glaube, diese Sandalen oder Schlappen oder Slippers kennt, glaube ich, jeder von euch. You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. Ich war richtig krank. Ich wusste bis jetzt nicht, was Balenciaga-Schlappen, auf österreichisch gesagt, kosten. Ganz normale Balenciaga-Slides für einen Preis, der ist einfach abnormal. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was diese Schuhe kosten könnten. Wir lösen es dann später auf. So, ein paar habe ich schon mal eingepackt. Hier gibt es aber noch viele weitere Kicks. Mal schauen, ob ich mir noch ein paar gönne. Wie zum Beispiel hier Adidas im Yoji Yamamoto-Style. Oder hier sind viele nice Kicks am Start. Wow, hier stehen ja noch Yeezy rum. Die neuen Yeezy 700. Die Sesam sind noch da. Leute, wenn ihr Sesam braucht, dann kommt vorbei. Die haben noch welche am Start. Und wir haben noch den Yeezy 500 Salt. Okay, ich habe verpasst, mir den beim Raffle zu holen. Habt ihr den noch in meiner Größe dastehen? Den Sesam? Nein, den Salt. Ja. Mal schauen, ob die den noch haben. Schaut gut aus, gell? Yeah, perfekt. Danke vielmals. Mal reinschauen. Schaut richtig nice aus. Da ist der Schuh schon am Start. Werden wir mal einfach abchecken, ob mir der passt. Und wenn mir der passt, dann wird er auf alle Fälle gekauft. Ja, allein mit diesem Adi Preen, das Adidas da herausgebracht hat, mit dem Yeezy,
hast du eigentlich fast schon einen orthopädischen Schuh. Also du gehst hier gesund und schonst natürlich damit auch deine Wirbelsäule. Wir werden ihn einfach mal austesten. Ja, ich glaube auch hier muss ich nicht lange überlegen. Auch den kann man einpacken. So Leute, zwei Paar Schuhe haben wir eingepackt, um die 1000 Euro oder so ausgegeben. Das war's für mich mit den Schuhen. Hier gibt's aber noch viele weitere Schuhe von Givenchy, Valentino, Gucci. Die haben ja so circa alles am Start. Auch Yeezy haben wir gerade gesehen, haben die immer noch da. Also wer sich welche holen will, auf alle Fälle vorbeischauen. Und übrigens, die Auflösung. Die Balenciaga Slides kosten tatsächlich 450 Euro. Für Badelatschen 450 Euro. Richtig krank. Wer in den Kommentaren richtig dran war, gut ab, liebe Freunde. So, Freunde, jetzt geht's weiter, ein Stock tiefer. Jetzt kommen wir zu den Klamotten. Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. Nein, Freunde, ihr wisst ganz genau, ich bin kein Stone Island Fan, aber ich weiß, ganz viele von euch feiern Stone Island. Und was ich so mitbekommen habe, abgesehen davon, dass da fast alles voll mit Stone Island ist, dass die ganz neuen Kollektionen am Start haben. Also wer von euch Stone Island feiert, schaut da mal vorbei, weil das haben noch nicht viele Stores am Start. Das ist für mich immer dasselbe Design, aber ja, vergesst das. Holt euch die Sachen, wenn es euch gefallen. Weil ihr wisst, die kalte Jahreszeit ist da und natürlich brauchen wir jetzt auch Jacken. Ich bin ein The North Face Fan, am besten in der Kombination mit Supreme, aber The North Face hat selbst auch richtig krasse Jacken. Mir gefällt zum Beispiel extrem gut diese hier, aber ich finde die da hinten auch relativ nice. Gibt es auch als Gelee, wie ich hier gerade sehe. Gelee ist natürlich, ja. Da müssen die Temperaturen passen, dass du mit Gelee nach draußen gehst, Alter. Kostenpunkt, mal schauen, was das Ding kostet. 299,95 auf den Cent, genau, 300 Euro. Da gefällt mir die Camouflage-Version aber besser. Ja, finde ich ganz okay. Was ich halt bei Jacken nicht mag, ist, wenn das hinten hier so wegsteht. Also wir werden einfach mal... Habt ihr die noch in X-Large da? Ja, Freunde, ich weiß nicht, an was mich das erinnert. You're such a fucking hoe. Ja, XL ist zu groß, sie haben sowieso kein XL mehr drum. Nehmen wir diese hier. Danke, kann man schon mal einpacken. Was ich auch mega geil finde, Freunde, Diesel ist ja in die Kritik geraten, dass sie mittlerweile in der Fashion-Szene irrelevant sind. Das haben sie sich hergenommen und einfach mal die Diesel-Hate-Couture kreiert. Das heißt, sie nehmen sich Aussagen, Hater-Aussagen her, printen die auf ihre Shirts und machen so eine eigene Kollektion draus. Nicht Haute Couture, sondern Hate Couture. Die Idee selbst finde ich einfach richtig genial. Ist aber relativ schnell ausverkauft gewesen. Hier hängen noch ein paar Stücke und ich glaube, vielleicht haben wir noch was in L. Ja, perfekt. Finde ich nice. Das erste Mal seit 5 Jahren, seit 6 Jahren, dass ich mal was von Diesel kaufe. Wird eingepackt. Auch hier ein richtig nices Shirt von der Marke Kuppels. Ich habe selbst noch nichts von Kuppels, aber wenn ich mir das Shirt so ansehe, finde ich das richtig lit, kann man auf alle Fälle einpacken. Für 100 Euro sind wir schon dabei. Vielleicht, wir sind jetzt bei Kenzo angelangt, hier gibt es auch relativ viel zu sehen. Oh, danke vielmals. Dankeschön. Also über den Service kann man sich da nicht beklagen. Prost. Also Freunde, bei Kenzo fühlen wir uns schon mal gut aufgehoben. Ich habe noch nicht allzu viel von Kenzo, mal schauen, was wir da so finden. Aber ich bin eher auf der Suche nach einem weißen Shirt. Also ich habe relativ wenig weiße Shirts, deswegen wäre es praktisch. Ui! Ui, 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 perfekt! Alexander McQueen, eher schlichter, finde ich nice. Versus Versace, okay, auch nicht schlecht. McQueen, so ein bisschen Boxenstopp. Rallye-Fahrer-mäßig, auch nicht wirklich so, naja, vielleicht, wir legen es mal auf die Seite. Okay, das finde ich schon etwas besser, ja. McQueen. Moschino. Moschino ist schon mal gut, Moschino habe ich eh noch viel zu wenig, aber haben wir noch etwas Schlichteres? Zwei Shirts sind schon mal nice. Ja, genau richtig. Das ist lässig, das nehmen wir auf alle Fälle. Wie geht es euch, Freunde? Ja, dankeschön. So, also wir haben jetzt hier 3 weiße Shirts am Start. Was meint ihr, welches ist das coolste? Wir haben hier Moschino und 2-mal Alexander McQueen. Mir ist da schon etwas zu langweilig. Ja, ich glaube, die Entscheidung fällt für Moschino. Okay, wir haben hier jetzt das Large Moschino Shirt. Mal schauen, ob mir das passt, aber ich vermute, ich werde ein X-Large benötigen. Aber mal schauen.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher ein Radler-Shirt für mich. Wir brauchen ein X-Large. Okay, X-Large fittet auf jeden Fall besser, ihr wisst ganz genau Bescheid. Ich trage Dinge grundsätzlich gerne etwas oversized, hauptsächlich deswegen, weil ich so fett und untrainiert. Das nehmen wir auf jeden Fall. So Freunde, was ich hier schon erkennen kann, Kenzo orientiert sich teilweise natürlich auch an anderen Marken, wie zum Beispiel der Skate-Marke Supreme. Wenn ich jetzt die Jacke sehe, dann wäre halt die Vermutung naheliegend, dass Kenzo das macht. Möchte ich natürlich nicht unterstellen. Ich finde das cool, weil sie unterscheidet sich dadurch, dass wir halt Daunen hier eingesäumt haben und dadurch wird die Jacke natürlich sehr, sehr warm im Winter. Mit der Supreme TNF Jacke. TNF macht zwar einen richtig guten Job, wenn es auch um die Abdämmung geht, aber wenn es richtig kalt wird, dann fühle ich mich mit Daunen. Apropos, wenn wir schon dabei sind, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Also, wer ich möchte, jetzt hätte ich fast meinen Sektglas. Ich glaube, ihr gebt ein bisschen zu viel Sekt, kann das sein? Das ist mit Absicht, damit ich mal einkaufe. Okay, wir schauen weiter. Beim Stöbern habe ich was gefunden. Wir haben hier auch Yeezy Calabasas Hosen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass ich mir mal eine originale kaufe. Fragt man nicht lange herum. Ich glaube, die passt auch perfekt zur Supreme The North Face. Ich immer Supreme sage. Zu der The North Face Jacke. Der Sekt, Freunde. Hört's mal auf mit dem Sekt. Na, die nehmen wir. Nehmen wir auf jeden Fall dazu. Danke vielmals. Ja, Freunde, natürlich wird die Frage auch laut, warum kaufe ich mir keine Hosen? Aus ganz einfachen Grund. Ich bin einfach der Meinung, dass Standardmarken wie Zara und H&M wirklich gute Jeans herausbringen. Und ich mag es halt, mir die Hosen billig einzukaufen, weil ich einfach der Meinung bin, das fittet komplett gut für mich. Es machen ja verschiedenste Marken verschiedenste Schnitte. Und hier kann ich mir echt so Basic Jeans holen und die dann mit meinem eigenen Style versehen. So wie ich das schon in meinem Video Do-It-Yourself Jeans gemacht habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und wissen wollt, wie ihr eure Hosen selbst designen könnt und dann so ein richtig geiles Unikat am Start habt, dann checkt auf alle Fälle das Video ab und macht euch eure Hose selbst. Ja Leute, das lustige Shoppen ist vorbei, aber jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Man kann zwar shoppen, aber man muss das Ganze auch bezahlen. Dementsprechend schauen wir mal, was da auf der Rechnung steht. 1.474, also gar nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Perfekt. Dankeschön. Was soll ich fragen, Freunde? Seid ihr aus der Maximilian-Armee oder was? Was geht ab, Brudis? Konzert! Alles klar? Freunde, ein fetter Shopping-Vlog ist hinter uns. Der Sekt hat auf alle Fälle gewirkt. Wir haben hier geshoppt um 1500 Euro. Also kann man schon mal machen. Die Maximilian-Armee ist natürlich auch am Start. Die ist überall. Und ihr habt auch richtig nice Outfits am Start. Okay? Ich sehe hier Balenciaga. Richtig, richtig cool. Lässiges Outfit. Freunde, das war's von uns heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von der Maximilian Army und das war's von mir, euer Maximilian. Perfekt, das ist cool.